das hier noch öffnen. Mal hier mal kurz nachgucken hier, vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann, bevor ich das Portal hier. Ihr alles hier raus. Ich mache alles platt. Ihre Jungfräulichkeit, wenn sie noch besitzt, hole ich hier und nehme ich auch noch weg. Kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. So, wir machen rein hier, wa? Schauen wir mal, was passiert. So, so. Nett hier. Schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Sie ist oben, nur herein. Oh, der läuft nur so langsam, kann ich schon rennen hier. Sei gegrüßt, Hexer. Die ist nackt, ich wusste das. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Arrogante Schnepfe, so geil sieht's auch nicht aus. Das ist schon sage besser, die Jennifer. Jennifer. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern. Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Em hier unterscheiden sich in allem. Außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue.
Zu einem anderen Thema. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja, er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Ich kann sagen, direkt aufbrechen hier. Direkt los. Direkt Action. Action Jackson. Ruf Yates. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Ah, na los! Vella Glam! Oh mein Gott, da bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ach.
Komm, hau rein, Schlampe. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kay. Ich hab's mir gedacht, ey. Ja, auf jeden Fall ein anderes Silberschwert. Oh nein, schon raus hier. Ja, bleibt nur im Wasser hängen hier, los kommt ein anderer. So lächerlich mit den Scheiß hier immer, ey. Der droppt gar nichts. Aber der kann Bock jetzt hier durchzuschwimmen. So, es gab eine Jägerhose, mal schauen, die was bringt. Das ist drei, nice. Der wahrscheinlich hierher müssen. Nach tauchen. Komm schon, schon schneller. Zieh ein paar Bratäpfel rein, die Bratäpfel, die tun gut. Das könnte ich eigentlich für Infight behalten. Ich könnte hier gleich mal eine Runde meditieren. Sehr bringen. Ja. Scheiß drauf, ne? Gehen wir mal hier runter und kloppen wir uns mal. Gaswolken und Sumpfgebiet sind giftig, sei vorsichtig. Temporäre Effekte auf hier vergiftet. Verstanden. Geira? Dann weg hier. Sag nicht, die Alte ist nicht da. Die Alte ist nicht da. Die Alte ist nicht da. Geira? Ja. Lilas, geh auf! Lilas! Dumme Schlampe, ey. Du dumme Schlampe, wo bist du denn? Oh, was ist er denn hier? Zeit zu sterben. Ach du Scheiße. Ich hole eine Runde meditieren kann. Ja, geht. Meditieren ist immer gut.